So, Freunde, herzlich willkommen mal wieder auf einem neuen Video von Frankie mit seiner Haartransplantation in der Türkei. Wie immer, Licht von hier, Licht direkt in front, ein Bierchen in der Hand und jetzt möchte ich einfach mal ein paar Worte loswerden. Das ist mal ein Video außer der Reihe. Bevor ich aber anfange, zeige ich euch einmal den Fortschritt, der jetzt aber noch nicht ganz so real ist. Komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Also, erstmal einen kleinen... So, jetzt kann ich reden. Also, Minoxidil. Glaubt ihr wirklich, ich habe die Haartransplantation nicht auch als letzten Ausweg genommen, wie viele andere auch? Ich habe auch schon Minoxidil und Regain-Kuren hinter mir. Und ich sage euch, egal was euch andere Leute sagen, dieser Scheißdreck hilft, wenn ihr es auf dem Kopf habt. Ja, ihr müsst es jeden Tag reinmachen. Manche machen es morgens und abends rein. Dann vergisst ihr den Scheiß. Ja, bla bla bla. Kostet der Dreck 50 Euro im Monat. In 3 Monaten. Also sprich, sagen wir mal, wir kriegst es günstig. Dann kriegst du eine Jahreskur für 120. So, 120 Euro im Jahr für Minoxidil. Du musst es täglich anwenden. So, dann wachsen dir irgendwie 15 bis 20 Haare pro Quadratzentimeter mehr. Ganz ehrlich, Freunde, das ist doch wohl ein Kackergebnis. Du schmierst in 10 Jahren 1200 Euro darauf. So, und dann wachsen dir maximal 20 Haare pro Quadratzentimeter mehr. Mann, die haben mir ungefähr 50 bis 80 Grafts pro Quadratzentimeter verpflanzt. Das sind dann 120 Haare. Das ist ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann. Also egal, wo man die Haartransplantation macht, aber macht das. Nimmt die Finger weg von Regain, Minoxidil. Dieser ganze Dreck, Minoxidil, das ist meine persönliche Erfahrung von vor 5 Jahren schon. Hab das ein Jahr genommen. Super, also es funktioniert, es ist klasse. Wenn du das Ergebnis siehst, das kannst du nicht mit einer Haartransplantation vergleichen. Aber so ein paar Flausen, Flusen wachsen da, aber auch nur semi-geil. So, und für die Leute, die das reicht, ja, mag sein, sollen sie den Dreck sich auf den Kopf schmieren. Ich muss mal ernst reden darüber. Sollen sie diesen Dreck da auf den Kopf schmieren? So, aber im Endeffekt, Alter, Freunde, ganz ehrlich, das bringt einen Scheiß. Wenn ihr das absetzt, sind die Haare nach 8 Wochen weg. Und der andere Rest wird wieder, ihr seid so enttäuscht nach dem Absatz. Ich habe das hinter mir. Macht gleich eine Haartransplantation. So, das war erst einmal ganz kurz meine persönliche Meinung zu Minoxidil. Das ist Dreck. Punkt. Das ist meine Meinung. So, ich benutze es jetzt auch unterstützend, um die Durchblutung anzuregen. Minoxidil öffnet halt die Blutgefäße. Ich nehme es jetzt nur unterstützend, damit diese Wurzeln, die Grafts, die jetzt noch drin sind, dass die besser kommen, nochmal ein bisschen unterstützt werden. Aber ich nehme es auch alle, jedes Mal, also in einer Woche nur 2 Mal. So, dass ich das drauf mache, dieses gepanschte Zeug, könnt ihr im Video vorher sehen. So, jetzt aber lange Rede, gar keinen Sinn. Worum geht es heute? Und zwar geht es um das Thema Haarpflege ganz kurz. Und zwar glaube ich, dass diese amogenetische Alopezie, also dieser erblich bedingte Haarausfall, glaube ich, kommt einfach nur aus einer Kackfolge von falscher Haarpflege bei Männern. Also es gibt bestimmt erblichen Haarausfall, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, viele Männer, oder ich zähle mich ja auch dazu, wir haben einfach von Anfang an die Haare scheiße gepflegt. Punkt. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Ja, hast eine Freundin, kauft sie Shampoo, das Haaröl, das Kur, Spülung und du, ja, dusch das, ich bin Kerl, das reicht, dusch das rauf. Scheiße. Ich glaube, daher kommt auch viel, dass uns die Haare, weil wir haben unseren, guck mal, ich habe jetzt mit 40 Jahren meine Haartransplantation gemacht und ich habe, seit ich 10 bin, habe ich mir mit Dusch das nie einen Gedanken verschwendet an Haarwäsche oder an Pflegeprodukten. So, und ich glaube, dass das auch einfach ein bisschen damit reinzieht, könnte ich mir vorstellen. Also die Haarpflege ist entscheidend und auch sehr wichtig und das habe ich heute jetzt auch für mich erkannt. Mittlerweile bin ich auch so, dass ich mal einmal die Woche eine Kur mache, dass ich kein Haarspray groß einmal, ich habe den Schaum, sondern Wachs und ach, solche Sachen. Da ist ja jetzt auch Kackendrecken egal. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, also diese ganze Pflegesache. So, ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen besser aufpassen, auch als Kerle halt, dass wir die Haare besser pflegen. So, das wollte ich sagen. Noch etwas, und zwar auch ganz geil, heute ist jetzt keine Schleichwerbung, ich werde hier nicht bezahlt dafür. Heute habe ich das hier zufällig gefunden, kostet irgendwie 5 Euro. Und zwar nennt sich das Ansatz-Retouch. Ansatz-Retouch, ja. Sofort-Ansatz-Kaschierspray. Also das heißt, das ist nichts anderes als ein Spray, ja, was du auf die Kopfhaut sprühst und was dir die Kopfhaut ein bisschen abdunkelt. So, und Freunde, das habe ich jetzt ganz leicht drauf, nur hier an den Seiten und ein bisschen vorne. Und zwar wollte ich das euch nur mal zeigen, das habe ich jetzt für die Übergangszeit, bis alle Haare durch sind. Weil wenn jetzt wirklich viel Licht draufkommt von oben, dann sieht man ja immer die Kopfhaut. Und somit unterstützt ihr das, sodass das ein bisschen weg ist.
ey, kostet 5 Euro, ich habe das jetzt einmal gesprüht, ich denke mal, das hält, man macht es ja nicht jeden Tag drauf, man macht es mal drauf, wenn man jetzt irgendwo hingeht, also so zur Arbeit macht man es ja nicht, ey, kostet 5 Euro, ne? Ich wollte es euch nur mal zeigen hier, das ist wohl ganz cool, habe ich bei Rossmann gefunden, hey, sag an, nimm mal mit, ich bin recht begeistert davon, weil es auch so geil, herrlich, unkompliziert ist. So, jetzt nochmal ganz kurz meine Haarlinie, mein Haarstatus interessiert euch natürlich auch alle, also Haare wachsen immer weiter, werden immer mehr. Ja, ich kann nichts Schlechtes sagen. Ich merke schon wieder Stoppelchen hier überall. Und wie gesagt, ich merke immer die Stoppeln, wenn ich in der Sauna war. Ich habe das in den anderen Videos schon mal erzählt. Ich glaube, dieses neue Haarwachstum hat echt viel mit der Durchblutung zu tun. Wenn du in die Sauna gehst und du die Kopfhaut wird halt durchblutet wegen Hitze, Kälte, danach springst du ja im Pool. Klar, das ist ja für die Haut auch ein Schock, ne? Das ist, es heiß, dann kalt. Und diese Durchblutung, glaube ich, fördert das Ganze ein bisschen. Also deswegen, also ich habe hier mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ich bin ja so ein, ich mag das nicht, irgendwo raufgucken und dann euch was, ne? Ich rede gern frei, aber, achso, ja, und zwar habe ich nochmal hier raufgeschrieben, Ölen, Massagen, Koffein-Shampoo, Sauna. Ich glaube, das sind so ein bisschen auch die kleinen Geheimnisse der Haarpflege, glaube ich. Weil ich merke es halt immer wieder, dass wenn die Kopfhaut durchblutet wird, also auch wenn man so mal ein bisschen massiert alles, dass das wirklich das Haarwachstum anregt. Ne? Okay, jedenfalls wollte ich das jetzt mal zeigen. Hier dieses Zeug, das sprühe ich jetzt mal hinten auf meinen Wirbel einmal so rauf. Fertig, das war's schon. Mehr habe ich jetzt nicht gemacht. Kannst ein bisschen trocknen lassen. Und jetzt drehe ich mich mal um. Ihr wisst ja, hinten wurde bei mir noch nicht verpflanzt. Das ist ja erst dann im nächsten November, ne, da wird immer noch mein Angebot, wenn einer Bock hat, kommt da mit, ne, müsst ihr halt selbst zahlen, aber kann man auch zu zweit machen. Und jetzt drehe ich mich mal um, damit ihr mal seht, was dieses Zeug bringt, also, ja, wie gesagt, ist keine Dauerlösung, ist ein bisschen jetzt in der Übergangszeit, also nur damit man es nicht so sieht, weil es ja noch ein bisschen lichte. Ich drehe mich mal hier herum, ich weiß nicht, ob man das so sieht jetzt, hier hinten ist der Wirbel, der ja eigentlich immer hell ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt mal so drauf gesprüht, vielleicht ist er auch noch hell, keine Ahnung, werden wir ja gleich im Video dann sehen, ne, und wie gesagt, ich mache es so ganz leicht nur unterstützend und ihr seht ja schon, ne, dass das alles schon ein bisschen abdeckt, so, also, deswegen, ich wollte euch das mal zeigen. Wie gesagt, lasst die Finger vom Minoxidil, im Endeffekt ist es keine Lösung, hält halt nicht von Dauer. Das ist mein neuer Haarstatus, der war mir halt sehr wichtig, dass ihr den auch mal seht, weil es ist jetzt in den letzten zwei Wochen, es passiert also wirklich täglich. Es passiert täglich was und mir fällt es immer im Auto auf, wenn ich zur Arbeit fahre, dann merke ich im Auto immer, wie das dichter wird. Weil im Auto guckt man mal in den Rückspiegel und dann guckt man sich mal auf seine Haare an und dann sieht man, da fällt mir das eigentlich am meisten auf. So, ja, also, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Das war nur ein kurzes Status-Update meiner Haare. Wie gesagt, Minoxidil ist Dreck. Das war ja auch meine Meinung. Können auch andere mal kommentieren, was ihr für Erfahrungen mit Minoxidil habt. Und vor allen Dingen auch nach dem Absetzen, wie eure Erfahrung war. Das würde mich auch mal interessieren. Also, wie gesagt, macht eine Haartransplantation. Bei Minoxidil ist erwiesen, dass 20 Haare pro Quadratzentimeter wachsen. Und hier ist erwiesen, da wachsen ungefähr 50 bis 80 Wurzeln pro Quadratzentimeter. Das wären dann so ungefähr 120 Haare. Und da braucht man kein Minoxidil kaufen. Das ist echt Geldverschwendung. Lasst es sein. Macht eine Haartransplantation. Werdet glücklich. Habt ein neues Leben. In diesem Sinne, bleibt im Kanal. Abonnieren nicht vergessen. Ich mache jetzt alle zwei Wochen mal ein kleines Update. Das geht ja mit dem Handy relativ simpel, relativ einfach. Und bleibt am Kanal und wenn ihr Fragen habt, nochmal immer in die Kommentare schreiben oder Facebook, die Gruppe. Ich habe ja Haartransplantation, die Gruppe Erfahrung und Austausch. Geht da kurz rauf, da tauschen wir uns aus und da werden können ganz viele frei ihre Sachen posten. Da gibt es auch keine Leute, die irgendwen blockieren, sondern nur Werbung wollen wir nicht haben. Also von Werbung, klar, wenn ihr sagt, ich war da und da, dürft ihr gerne reinschreiben, hey Mann, ich war da und da, die Firma kann ich empfehlen oder auch die Firma kann ich nicht empfehlen. Aber wir wollen halt keine professionelle Firma, die denn dauernd ihren Kram da postet. Kaufen Sie jetzt dieses Zeug hier, das macht Ihre Kopfhaut dunkel. Also solche Arschlöcher wie ich jetzt, das wollen wir dann nicht. Okay, in diesem Sinne, bleibt am Kanal, abonnieren nicht vergessen. Nächstes Video in ein, zwei Wochen und dann sehen wir uns.